Herzlich willkommen aus Bayern, herzlich willkommen aus der Baureihe 423. Wir fahren die S3 Richtung Osten bis München, Hackerbrücke und starten das Ganze auch schon. Das Ganze ist eine ganz normale Fahrplanfahrt. Wir stecken den Fahrtrichtungswender rein, gehen schon mal auf Neutralstellung, können rechts freigeben. Dann machen wir uns mal PZB, erstmal die SIFA an. Deine PZB-Störschalter auf aus, also PZB an, LZB-Störschalter auf aus, also LZB an. Genau, das B leuchtet auch schon, heißt also die LZB ist an. Jetzt gehen wir mit dem Fahrtrichtungswender noch in Vorwärtsstellung, dann aktiviert sich die PZB, 85er Leuchtmelder das an, drücken die Taste I, um das Instrumentenlicht zu erhöhen, können die Türen, ja, die lassen wir noch offen. Dann Fahrgastraumbeleuchtung machen wir noch an, Führerstandsbeleuchtung. Ne, brauchen wir nicht. Spitzensignal auf Signallichter, Scheibenheizung brauchen wir nicht. Es ist vergleichsweise warm. Machen wir uns die Buchfahrplanleuchte an und gehen aber auf Minimum. Ströfahrt. Was ist denn eine Ströfahrt? Die Ströfahrt. Klingt so sächsisch. So, rechte Türen gesperrt. Das ist die 423. Wir fahren die S3 in Richtung Holzkirchen, habe ich gesagt, ne? Ich würde sagen, wir fahren schon mal ab und genau. S3 Richtung Holzkirchen. Dürfen mit 80 ausfahren, also befreien wir uns auch direkt. Und gehen jetzt mal ins FIS. Rotor einfügen, Zugverband. S3 Holzkirchen übernehmen. Jawohl. Und da rauscht gerade ein ICE vorbei. Achso, andere Richtung. Habe ich gar nicht gesehen. Bisschen mehr Leistung, wir wollen ja nicht zu spät kommen. Das ist unser Zugverband. So. Oh, wir sind zu schnell. Und ab hier vorne dann 120. Geben Leistung dazu. Wir dürfen 120 fahren. Ja, auf Wunsch eines Zuschauers in einem Livestream fahre ich jetzt mal die Baureihe 423. Das ist eine ganz normale Fahrt im Fahrplan, kein Szenario oder sowas, sondern einfach mal das, was München Augsburg so an und für sich zu bieten hat. So. Dann ja, ein bisschen beschleunigen wir noch kurz und jetzt bremsen wir mal, denn Malching erwartet uns schon. Hier den Führerstand gucken wir uns mal an. Kennt man ja. Nichts in diesem Sinne Besonderes. Eine LZB haben wir hier drin verbaut. Wird uns auch im Raum München unter die Arme greifen und wir müssen mal ordentlich bremsen. Nee, das wird glaube ich nichts, kann das sein? Der erste Halt wird schon nichts. Ah, doch, der Bahnsteig ist lang, da haben wir nochmal Glück gehabt. Fahrgäste dürfen ein- und aussteigen. Noch sind wir nicht verspätet. Okay, doch, wir sind schon ein bisschen verspätet, glaube ich. Stellen wir uns mal hier vorne hin. Machen die Türen zu.
und fahren dann jetzt gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir uns hier hinstellen? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, ne, der Zug. Hat was. Ja, Sifa, ich bin da. Und gut, dass wir wieder in die Innenansicht hier hineingesprungen sind. Denn 80 wurden uns angekündigt. Aber PZB-Magnet, 1000 Hertz-Magnet ist nicht angesprungen. Wir haben noch ein bisschen, 700 Meter bis wir 80 fahren sollen. Gehen wir noch ein kleines bisschen hoch mit der Geschwindigkeit. Und ab da dann die 80, also jetzt bremsen. Hat genau, fast geklappt. So, jetzt haben wir die 80 erreicht. Und erreichten dann in einem Kilometer Maisach. Einmal hier rechts rüber. Hier steht schon der Kollege. Und wir bremsen. Am Bahnsteigsanfang hat nicht ganz geklappt, aber der Bahnsteig ist doch vergleichsweise lang. Wobei die Bremsen von der 423 echt nicht so gut sind. Und wir halten bündig an der Haltepunkttafel Türen auf. Ja, also das nenne ich doch mal Präzision hier. Das ist doch präzise wie ein Filetmesser. Interessant, dieser Pfeil. Wo zeigt er denn hin? Auf die Kupplung? Ja, schön. Da brauche ich keinen Pfeil für, um die zu sehen. Okay, Türen zu auf der linken Seite. Abfahrt, ja, müssen wir nichts bestätigen. Also können wir entspannt wieder aus der Außenperspektive die Abfahrt betrachten. Und hören mal zu und lauschen dem Sound. Noch mal ein bisschen still in den Außenperspektiven, weil der eine Zuschauer, der sich das gewünscht hat, der wollte für eine Dokumentation, glaube ich, über die 423 ein paar TSW-Aufnahmen gerne verwenden. Dementsprechend glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn ich in den Außenperspektiven dann echt hineinquatsche. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich auch irgendwann mal dieses Video, wann auch immer es dann fertig ist, mal in den Kommentaren. Ich bin selbst ganz gespannt drauf.
So, wir gehen mal hoch auf die 120. Bevor wir dann in Gernlinden halten. Wollen dann nicht Ewigkeiten rumtrödeln, sind hier meine S-Bahn. Und jetzt bremsen. Ja, ein bisschen zu früh vielleicht sogar die Bremsung eingeleitet. Dann hier noch die Instrumentenbeleuchtung hier noch ein bisschen höher stellen. Also das meiste hier im Führerstand ist auch tatsächlich in diesem Sinne interaktiv und das ist schon echt ein Riesenvorteil von TSW im Vergleich zu vielen Train Simulator Fahrzeugen, zumindest den Train Simulator Fahrzeugen von DTG. Die sind im Train Simulator qualitativ nicht im Ansatz so gut wie im TSW. So, da war die Haltetafel für den Vollzug, da hätten wir eigentlich halten müssen. Können uns auch mal hier ganz kurz hier mal in den Fahrgastraum hineinbegeben. Hier diese Sitzbank. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ist cool. Cool gemacht. Hier auch. So ein etwas größerer Bereich. Und dann haben wir hier die einzelnen Reihensitze. Ja, ja. So. Wir müssen aber auch schon wieder zurück, weil wir weiter müssen. So, Türen zu. Haben wir schon Verspätung. Weiter mit 120 darf gefahren werden. Da vorne müssen wir auch schon halten. Ob wir das von der Außenperspektive hinbekommen? Aber es wird aber eng. Ah, könnte klappen. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, man sollte vielleicht dann nicht hier vorne aussteigen. Aber man kann ja immer bis nach hinten durchlaufen. Das funktioniert ja. Hier auch schön, dass die Lampen hier grün leuchten, wenn die Türen offen sind. Und sobald wir die Türen zumachen, blinkt das, glaube ich, auf und wird danach rot. Ne? Probieren wir es mal. Olching in 1,3 Kilometern. So, was können wir denn noch im Führerstand hier machen?
Das können wir nicht bedienen. Witzig, in der Baureihe 422 sind die Knöpfe bedient, auch wenn sie nichts machen. Schnellbremse? Ne, wollen wir nicht. Okay, wir sind auch gleich schon in Olching. Okay, 60 am Bahnsteigsanfang, kriegen wir hin. So, wir halten mal vorne, weil da der Aufgang ist. Links auf. Gehen noch einmal hier nach draußen. Kann sich auch natürlich hier hinsetzen, wie man es eben aus dem TSW kennt. Ja, ich wollte mich hier hinsetzen. Aus dem Fenster hier gemütlich starren. Ja, ja, das hat schon was. Das hat schon was. Können wir auch mal in dem Video machen. Wieder so eine Mitfahrt. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gemacht haben. Ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, dass man das theoretisch machen könnte. Nur dann denke ich mir wiederum, ich weiß nicht, ob das so spannend ist beim Zuschauen, wenn man dann die ganze Zeit am Ende dann nur als Fahrgast unterwegs ist. So. Ich kann da jetzt auch nicht großartig viel dann vermutlich zu kommentieren. Also doch, ich kann auch vermutlich trotzdem viel zu kommentieren, weil mir immer irgendein Quatsch einfällt, über den ich erzählen, den ich erzählen könnte, über den ich reden könnte. Aber ob das letztendlich so interessant wäre, weiß ich nicht. Die Frage wäre natürlich auch irgendwie so ein bisschen, welchem Fahrzeug. In der Baureihe 612 fände ich das mal ganz cool eigentlich. Da mal so ein bisschen mit zu fahren, eine halbe Stunde oder so. Oder auch im Intercity, da macht das extremst viel Spaß, weil die Soundkulisse so toll ist. Ja, Dostos, weiß ich nicht, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, weil sie einfach schon. Weil die jeder einfach schon 3000 Mal in Realität und mindestens 30.000 Mal im TSW schon gesehen hat. Mindestens. Das ist gar keine Übertreibung. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, zumindest diejenigen von euch, die bis hierhin schon geguckt haben und immer noch aktiv zuhören und nicht eingeschlafen sind, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das mal für zwischendrin mal etwas wäre, so ein Video. Moin. So ein Video zwischendurch mal, wo man als Fahrgast unterwegs ist, vielleicht so ein bisschen durch den Zug während der Fahrt wandert. Und wenn ja, in welchem Zug würdet ihr das denn gerne machen? Also da vorne ist Gröbzell. In welchem Zug wäre es sinnvoll, sowas zu machen? Beziehungsweise, ja, was heißt sinnvoll? Sinnvoll ist es in diesem Sinne in jedem Zug. Wir haben ja jetzt einiges an Fahrgastzügen zur Verfügung. Ups, falscher Knopf. Bin aus Versehen in die Notbremse reingegangen. Das ist keine Zwangsbremsung. Tom, das ist keine Zwangsbremsung. Welchen Zug würdet ihr gerne mal so eine Mitfahrt haben? Könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich hatte Lust auf Intercity oder 612. Aber falls ihr da auf irgendwas anderes Lust hättet oder eben genau darauf Lust hättet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, während wir jetzt hier etwas verspätet in Gröbenzell einfahren.
Oh, ein Güterzug. Also was haben wir hier? Fußballplatz und kleiner. Hier haben wir Tennisplatz. Bisschen überwuchert mit Gras, aber normalerweise, es geht doch, glaube ich, so ein Tennisnetz nicht bis zum Boden durch, ne? Das müsste ja eigentlich eher so aufgespannt sein. Kann auch hier durchfliegen, ne? Ja gut, jetzt führe ich natürlich das Ganze hier ad absurdum. Keiner bei DTG wird sich gedacht haben, dass da irgendjemand mit der Kamera durchs Tennisnetz durchfliegen wird, während er offensichtlich einen Zugsimulator spielt, aber. Ja, aber dafür sind wir ja hier, ne? Okay, hoch auf die 120, einmal Vollstoff, Table on the Table. Und ab geht's. Kann sein, dass die Wolkendecke ein bisschen zugezogen hat? Die war doch zu Beginn nicht ansatzweise so dicht wie jetzt gerade. Ach, schau an. Ja, hier ist das ein bisschen weniger dicht. Das ist auch etwas freundlicher. Wir sind zu schnell. Ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Müssen wir ein bisschen Verspätung nach aufholen, ne? So, München-Lochhausen. Sehe ich das schon da vorne? Nein. Da war die Haltepunkttafel. Heißt also noch 1 Kilometer, glaube ich. Ich glaube, 1 Kilometer vor einem Haltepunkt wird die Haltepunkttafel aufgestellt. Jo, Signal ist nicht quittierungsbedürftig. Aber schön hier so, die Vegetation am Rand ist nicht schlecht. Lochhausen, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, gehen wir noch bis zur Haltepunkttafel vor. Ah, Vollzug, das sind wir. Vollzug, es wäre praktisch eine Doppeltraktion. Oder? Ne, Moment. Oder ist Vollzug nur dreifach? War Vollzug nur Dreifachtraktion? Also ein Kurzzug ist eine Einfachtraktion. Also nur eine 423. Ne? So. Die würde ich hier halten. Jetzt habe ich nur die Bezeichnung nicht mehr ganz auf dem Kopf, im Kopf. Bezüglich. Ach ne, Moment, Vollzug, genau, Vollzug wäre eine Doppeltraktion und ein Langzug ist eine Dreifachtraktion. So, jetzt habe ich es. Je nachdem, wie man den Begriff Vollzug betont, kann es ja was ganz anderes sein, ne? Also, wenn es nicht der Vollzug ist, sondern der Vollzug. Dann hat es schon eine etwas andere Bedeutung. Oh, ein kleiner Bagger hier. So, 2 Kilometer bis Langwied. München. Langwied.
6 Kilometer noch. Da. Ach, come on. Ach. Ach, das Fenster war schon zu. Ups, ich wollte schon das Fenster zumachen. Das Fenster war schon zu. Oh, wir müssen anhalten, Anker werfen. Los, halt an. 90er Ankündigung wird auch noch quittiert. Einmal mit PZB wachsam. Okay. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Anker erfolgreich geworfen. 60 am Bahnsteigsanfang. Auch ein bisschen Bremsleistung rein. Und dann passt das schon. Ja, das klingt doch sehr gut. Ein bisschen sogar zu viel gebremst. So, Türen auf. Nochmal hier in den Fahrgastraum. Ja, auch schon mit diesen Piktogrammen, die halt hier zeigen. An dieser Stelle für Menschen, die etwas mobilitätseingeschränkt sind, ist hier Platz. Hier explizit Platz für Koffer. Und auch unter den Sitzen, also im Sinne von, man soll auch unter dem Sitz seinen Koffer reinpacken. Man kennt das ja, die Leute, die dann der Meinung sind, dass sie ihre Koffer mitten auf den Gang stellen können. Oder noch besser, das Beste ist, wenn eine einzelne Person in so einem S-Bahn-Vierer-Sitz sich da hinsetzt, aber dann noch so zwei, drei fette, so, vielleicht so zwei fette Koffer oder zumindest eine so eine dicke Reisetasche hat. So einen richtig großen Schmöker an Reisekoffer. Und diesen dann praktisch in dem Fußbereich zwischen den beiden Doppelsitzen hinlegt, sodass man praktisch, sodass eine einzige Person es tatsächlich schafft, den kompletten Vierer in der S-Bahn zu belegen und man sich nicht mal quer gegenüber, diagonal gegenüber hinsetzen könnte. Das sind immer die Lieblingsfahrgäste. Hier sind ein paar S-Bahn abgestellt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Oh, wir hatten 90. Ah. Ein bisschen zu schnell. Das gilt nicht für uns. So, München-Pasing auch schon 1,3 Kilometer. Jetzt geht es hier einmal drauf auf die Überführung. Sehr, sehr schön gebaut hier an dieser Stelle. 60. Na, endlich springt mal die PZB an. Ich dachte schon, sie ist kaputt. Und jetzt geht es hier wieder runter. Bisschen Bremsleistung ist mit drin, weil es ordentlich bergab gerade geht. Das können wir aber auslösen. Der hintere Zugteil wird uns noch nach unten beschleunigen, weil der noch praktisch auf der Bergabstrecke war. So, und jetzt rollen wir ganz gemütlich mit 60 im Parsing ein, nicht mit Parsing in 60. Oh, wir haben ein rotes Signal vor uns. 500 Hertz Magnet und so. So, gucken wir uns mal um hier.
Come on. Dann nicht. Lass mir die Tür auf. Ein bisschen Luft. Ach, wir haben grün. Sehr schön. Ja, 2 Minuten zu spät. Passt. Hat sie unten was zu entdecken? Ah. Ist das so? Ist die Unterführung in Parsing? Das sind Fahrräder. Ist die Unterführung in Parsing blau? Also ob das so smart ist, die Mülltonne hier so hinzustellen? Ich wage es zu bezweifeln. So, da der 500 Hertz Leuchtmelder noch an ist, fahren wir jetzt nur mit 25 aus. Denn ansonsten hagelt es eine Zwangsbremsung. Und die wollen wir mit allen Mitteln vermeiden. Jetzt müsste der 500er gleich rausgehen. Sehr gut. Jetzt dürfen wir theoretisch 45 fahren. Aber wir können uns befreien. Und können dementsprechend auf die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h hoch. München Leim an 3 Kilometern. Was haben wir da? Noch 185 fährt er geradeaus. Oh, schön, wie die sich hier so hin und her durch die Weichen schlängelt. Da hätte der liebe Heisenberg zockt, der hätte da, wer ihn kennt, der hätte da jetzt seinen Spaß dran. Liebe Grüße. So, 120 machen wir mal, dass wir auf die 120 kommen. Ah, LZB. Also 100 dürfen wir dann in 1 Kilometer fahren. Genau, hab ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir jetzt hier in München in die LZB aufgenommen werden. Hatte ich nicht mehr ganz im Kopf gehabt. So, dann war die Ankündigung auf 100. Wir fahren schon ganz brav von so 100. Und 1,3 Kilometer müssen wir anhalten. Was ist das? Eine Art Lagerhalle oder was? So eine Art Gewächshaus? So eine Art Tropenhaus vielleicht? Weiß das jemand? Kommt jemand aus der Gegend? Weiß, was das ist? Das hier, dieses Graue? Okay, 90 dann in 2 Kilometern. Ah, schau an. 2 ICEs da vorne abgestellt. Oh, oh, oh. Reinbremsen. Anker werfen. Notbremse. Gib alles. Flachstellen. Egal. Zahlt der Steuerzahler. I don't care. Wir hätten vermutlich nicht mal die Notbremse gebraucht, oder? Ich hoffe, die Bremsen lösen sich jetzt schnell. Wir schauen uns mal um. Gucken, ob alle Fahrgäste noch am Leben sind. Vielleicht ist. Naja, vermutlich ist der ein oder andere gerade gestolpert und hingefallen. Aber Schwund ist immer, ne? Bisschen Sozialdarwinismus und so. Wobei, ist das Sozialdarwinismus? Ne, eigentlich nicht. Es ist halt einfach nur Darwinismus. Naja, wobei, es hat auch nicht mal was mit Darwinismus zu tun. Also wenn, dann noch am ehesten mit Sozialdarwinismus, aber eigentlich gar nichts mit Darwinismus. Ist ja auch egal, ich versuche hier eigentlich nur meine schlechten Fahrskills zu kaschieren, indem ich es auf Charles Darwin schiebe. Der ist schuld, nicht ich. Definitiv. Wenn ihr es mir nicht glaubt, I don't care. Okay, 90 dann in 1,1 Kilometern.
war die 90er-Ankündigung. Ich hoffe mal, also irgendwann wird ja, glaube ich, die TG auch nochmal an München-Augsburg rangehen und da eventuell da irgendwelche Updates und so weiter noch durchführen, hoffe ich mal. Und jetzt müssen wir vielleicht schon, ich glaube, wir müssen schon wieder den Anker werfen. Da hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass wir erstmal hier anhalten, aber ich glaube, das wird nichts. Wir schießen ein bisschen was ziehen hinaus. Aber auch nur mit zwei, drei Türen so. Immerhin ist das Signal grün. Ja, liebe LZB. Also ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass da die TG dann hier zum Beispiel diesen Bereich, wo einfach nicht ein einziger Waggon abgestellt ist, den vielleicht so ein bisschen überarbeitet und da die ein oder anderen Güterwaggons oder was auch immer hier dann abgestellt ist. Ich keine Ahnung, vielleicht sind sie auch hier, glaube ich, eher so Intercity-Wagen und so, ne? Kann das sein? Wir sind ja hier jetzt so nah am Hauptbahnhof. Das sind bestimmt 4 Personenzüge, die abgestellt sind. Und das ist, glaube ich, eine Realität. Könnte ein DHL sein, ne? Und das ist halt hier durch die gelbe Farbe angedeutet. Lösen sich. Bisschen zu viel Leistung war das gerade. So, wir dürfen 90 fahren und in 800, 700 Metern, 750 Metern 80. Da ist die 80er Ankündigung. Donnerbergsbrücke. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts oder links. Eins davon wird es schon sein. Da guckt man, dass wir diesmal vielleicht ein bisschen smoother bremsen. Nicht vielleicht die höchste Bremsstufe raushauen oder vielleicht sogar die Notbremse. Schnellbremsstellung. Da haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gemacht. So, wir sind 4 Minuten zu spät. Ach, 4 Minuten. Das ist ja offiziell sogar noch pünktlich. Also laut offizieller Bahnstatistik. Glaube ich zumindest. Aber vielleicht gelten diese maximal irgendwie, also dass ein Zug erst ab 5 Minuten als verspätet gilt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur für den Fernverkehr gilt. Ob das auch für den Nahverkehr gilt, weiß ich nicht, aber kann auch gut sein. So, München-Hackerbrücke müsste dann unser letzter Halt heute sein. Bremsen lösen sich. Sehen wir hier, Bremszylinder geht auf 0. 0 bar. Und auch das hier ist, glaube ich, vollgestellt in Realität mit ICEs und wir haben halt zu erwarten. Genau, das ist da, glaube ich, vollgestellt in Realität mit ICEs. Und anderen Personenwagen. Da hoffe ich, dass das ein bisschen nachgeliefert wird. Wir halten uns hier an die Bremskurve. Sehen wir hier diese rote Nadel, die runterläuft. Das ist praktisch von der Software berechnet. Unsere Bremskurve.
Spiel halt mal an. Interessant ist in jedem Falle Folgendes. Jetzt möchte ich mal eins nachgucken. Eigentlich möchte ich zwei Dinge nachgucken. Also erstens hier interessante Textur hier. Dass das nicht ausmodelliert ist, sondern als Textur. Finde ich jetzt nicht schlimm. Oh, da fährt ein ICE ein. Und weil das ja für uns jetzt hier der letzte Halt war, ich hoffe, das Spiel beendet es noch nicht. Ah, flieg rüber. Hier vorne geht es ja in den Tunnel rein. Praktisch im Münchner Bahnhof tief. Jetzt frage ich mich, wie viel können wir mit der Kamera reinfliegen? Wie viel sehen wir denn davon? Oder was sehen wir denn hier? Okay, also hier auf jeden Fall. Ah, da vor ein Auto. Auch so ein kleiner Brückenteil. Das Gebäude wurde hier in den Boden versenkt. Interessant, interessant. Wurde ich mal von einem Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass hier so ein bisschen noch was rumsteht. An Gleisen. Natürlich nichts. Natürlich nur praktisch und so weit wurde hier gebaut, bis die Züge hier vorne irgendwo in einem Portal verschwinden können. Und das wird auch sicherlich nie irgendwie noch nachgereicht in diesem Sinne. Ja, da sehen wir es, ne? Also hier noch praktisch so die letzten Signale und dann verschwinden die Züge dann ins Nichts. So, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.